Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Pathfinder und sind jetzt hier bei Kästen, sieht man ja. Ja, es ist kurz nach Mitternacht. Ja, ganz früh am Ja. Mondtag. Na gut. Aha. Oh, ist das ein Wetter. Ist ja grausig. Der Blitz soll sie treffen. Ist wirklich schlimm. Du beliebst zu untertreiben. Ja, so ist das. So. Gucken. Da müssen wir Ja, hin. hier sind wir. Hier müssen wir hin, ne? Ja. Wir sehen nicht viel. Alle. Ah, hier sind sie. Ich sehe sie hier unten, oder? Oder sind wir das? Das ist Das sind ein wir. Das ist unsere Milizionär. Gruppe. Ja, okay. March on. Sind aber nicht gerade Jetzt schnell. macht mal ein bisschen. Warum wandern die Naja, alle? bei dem Da Wetter. sind sie. Und der haut schon wieder ab, dieser Ja. Oh mein Mistoberpriester. Gott. Und wir können gar nichts machen. Nee, wir stehen hier einfach Wir nur dumm. stehen einfach nur dumm in der Gegend rum. Jetzt können wir angreifen. Na gut, wir können Wer die ist das? umbringen, Ein was bringt das? Milizionär. Aber, hier, Priester, Kultist. Also, erstmal alles gebündelt auf den Priester. Lindsay, ein Lied, 1, 2. Ich habe den Hunden schon ihre Rüstung vorsichtshalber verpasst. Das gefällt mir aber nicht. Warum geht ihr denn so nahe ran, alle? Ach so, nö, ist in Ordnung. Wir gar nicht, das sind ja die anderen. Das ist Wir Octavia, schießen und die Lindsay, Hunde sind Tina. vorne. Und ich weiß jetzt nicht, Valerie, wo. was machst du denn da hinten? Warum gehst du nicht Ja, weil ran? sie nicht dran vorbeikommt, wahrscheinlich, wie immer. Sie ist nicht schnell, sie ist die Die ist langsamste im einfach Grunde. sowas von Valerie, du. langsam. Ja, ihr Bereich ist. Bis sie mal da ist. Jetzt Ich muss ich beobachte mal das ja, wenn wir gucken. laufen. Am schnellsten ist Octavia. Und hier scheint der Boden auch nicht sehr gut zu sein zum Ja, der Laufen. Boden ist Dieses Wasser oder so. schwierig. Sag mal, bringt er die Wir um? haben Bringt die doch unsere Leute um? irgendwas. Die bringen unsere Freunde da um. Oder? Kann ich nicht angucken. Ja, Dann müssen Milizionäre. das Die Feinde haben die sein. umgebracht. Ein Milizionär liegt da, oder das ist einer von uns. Irgendjemand hatte doch irgendwas für Bewegungsfreiheit. Ich weiß Ja, nicht, weiß ob ich das nicht, das auf wüsstest alle du ging nicht. oder nur auf einen. Da war doch irgendwas. Hast. Ja, auf Valerie kannst du Hast geben. Ja. Steinhaut. Nee. Macht dann wenigstens Hast auf alle. Mal, die Hunde sind auf jeden Fall durchgekommen. Jetzt halt jetzt nur haben wir die Hunde nicht geschützt. Das ist Valerie endlich Die da. Hunde habe ich geschützt, habe Ach, ich du hast ja schon gesagt. vorher geschützt. Ja, Ja. Entschuldigung. Hast du ja gemacht. Die Ja, du haben. bist ja gut. Schild des Glaubens hast du ihnen gegeben. Das ist Warum sehr hat das gut. denn nicht? Es Ich hält nicht dachte. sehr lange, aber es ist gut. Ja. Ziemlich wirksam. Ist Ich gut. hatte eigentlich hatte ich beiden Magierrüstung, aber Ja, hat nur eine das abgekriegt, aber hat ist wohl egal. nur einmal geklappt. Ja. So, also alle konzentrieren auf I'll diesen try to make this Kultisten. quick.
Ja. Wo sind Kästen eigentlich? Ja. Hä? Geh doch mal weg hier. Da ist er. Da ist er. Er wurde wohl umgeworfen. Ja. Sollen wir die einfangen, den Fliehenden, sollen wir einfangen, oder wie? Aha, blutverschmierten Teil eines Manuskripts. Sollten wir vielleicht mal lesen. Ja. Hier sind 2 Milizionäre umgekommen. Ja. Da also auf jeden Fall 1 Milizionär, ich weiß es nicht. Priester, ja, Schatz, was auch immer das sein mag. Naja, sind ja immer Schätze. Nennen sie ja immer Schatz. Also, gucken, lesen wir es mal durch. Egal. Da oben. Ja. Was, die Welt wird wunderschön, verbrannte Wälder erstrecken sich bis zum Horizont. Berge von Leichen, schwarze Himmel, Schädel an der Küste wie Kies. Ich, die, das kann doch wohl nicht wahr sein, das finden die toll. Tja, bei der Göttin, klar. Such die Kinder von Jeline, zerreiß sie, vernichtet sie, nein, verwandelt sie. Lass sie schön werden. Oh, nee. Na gut, okay. Wir wissen, dass Menschen seltsam sind auch. Ja, nicht nur in das Spiel. Ist wirklich abartig. Und wir sollten aber jetzt diesen komischen Typen finden. Das finden wir ja nicht mehr. Der ist ja abgehauen. Müssen wir Kästen ansprechen? Oder? Halt, da ist noch was. Nein. Nein, ist nichts. Gucken. Der Stein ist mit seltsamen Bildern bedeckt. Ja. Machen alle möglichen seltsamen Knochen, Rituale und die sind offenbar etwas blutig. Rituale. Schwangere Frau mit einem dreieugigen Schakalkopf und gefiederten Flügeln. Toll. Tja, mal gucken, wo sie hingeflohen sind. So, jetzt müssen wir mal. Ah, hier. In eine enge Felsschlucht entkommen, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich rein. Mhm. Was, das eine Geschicklichkeit? Das oh wird Mann, ja wohl kaum, warum was ist denn schon wieder sein? Nur China? Das war doch sonst immer nur... Ja, naja, das geht hier. Warte mal, sie beschlossen, eine Abkürzung zu nehmen. Ja. Ja, dann können wir Linse nehmen. Die hat ja, was die denn? Hat, ja. Das geht ja. In Wirklichkeit. Wir nehmen die Abkürzung. Ja. Linse sei es gedankt. Gut, weiterlesen. Gut, weiterlesen. Was werden wir als nächstes tun? Ja. Darfst du entscheiden? Sex. Naja, nee, komm. Oh nein. 1. Ja, dann kann es ja nur 6 sein. Dafür kommt. Man, vorhin konnte ich wieder Linse nehmen und hier kann ich wieder nur China nehmen. Ja, kann man nicht ändern. Ja, das geht in die Hose. Ja, das andere erst recht. Ach. Nee, komm mal, du kannst doch wählen. Ah, auswählen. Ach, guck mal, bei uns steht 22. Warum steht bei uns 22? Geschicklichkeit 22. Wir haben wirklich viel Geschicklichkeit. Hat sie 22 Geschicklichkeit? Kann schon sein. Ja, wir haben. Wir beide. Da war, also, aber es ist Wahrnehmung und Geschicklichkeit gefragt hier. Na, dann kommen wir Linz hin. Also 18 und 22, 13 und 22. Also ist Linzi am besten geeignet dafür. Gut. Gescheitert. Geschicklichkeit gescheitert. Wahrnehmung erfolgreich. Aber immerhin 225 Erfahrung.
Ja, ein wunderschöner Anblick, aber das ist nicht das, wonach unseren Spur folgen. Captain der Sinn steht, hä? Warte. Ja. Ach, guck mal, die Jägerin Dumra. Die haben wir doch kennengelernt, oder? Das war doch, das war doch die, da, wo wir in der Taverne. Ja, diese Taverne, und ja. Ihren Jäger und ihre Ungeduld berüchtigt war. Aha. Ja, dann müsste der jetzt dahin. Die hatten wir ja gesehen, ja. Die haben wir ja gerade vor kurzer Zeit mal besucht. Ja, genau. Da sind wir jetzt wieder. Ja, das gleiche wie letztes Mal. Ja, wen willst du denn verhaften? Alle? So, wie du willst, entweder suchen, Fragen stellen, Theorien und so weiter. Erstmal um. Ich würde mich gern umsehen und mit diesen Leuten reden. Vielleicht finde ich etwas. Ja. Gut, darauf kommst du uns ja an. Genau. Dann sorgt dafür, dass keiner abhaut. Die Zimmerschlüssel, wir haben schon alle Zimmer durchsucht. Na gut. So. Kästen, ja. Sollen wir wohl rumfahren. Dann gucken wir, wen haben wir. Aber die waren vorher nicht da. Nein, die waren vorher noch nicht da. Naja, ist ja ein Gasthaus. Das die Gäste wechseln. So, Capron Tetrim. Erzählt uns ein wenig. Rechtsgelehrter, aha. Lindsay, schaffst eine 4? Ja. Oh oh. Da wird mir ja. Der lügt, hä? Ja. Aber da. Aha. Na gut. Der lügt doch wie gedruckt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber es muss ja nicht sein, weil er ein Kultist ist. Aber kann ja ganz andere Gründe haben, ja. Ja, bezaubernd ist gut. Ja. Ist dreckig, ungepflegt und ein vornehmer Herr. Ich weiß ja nicht.
Ja. Aha. Aha. Wahrnehmung ist auch gut, hä? Okay. Ich komme später nochmal. Una? Nee, Nee. das ist immer er. Egal, ob ich sie oder ihn Ja, genau, anspreche, ich kann es vergessen. antwortet Emma. Na gut, gucken wir uns weiter um. Hallo Ja, Dumra. liebe Thyssen. Ja, das kennen wir. Und wirf dein Gefühl. Hä? Seid vorsichtig. Aha. Drei und eine Dienerin? Wir haben das ganze Geld wahrscheinlich schon geholt. Sie will nicht, hä? Naja, vielleicht, aber es kann auch sein, dass sie ganz andere Erfahrungen gemacht hat und das hat nichts mit der Sache zu tun, ne? Also sie war weg. So, so. Können wir ja sagen. Mal sehen, wie sie reagiert. Naja, höchstens Diplomatie. Aber Jo. was sind wir so? Ja, gehen wir eigentlich. Vielleicht. Wir müssen Ah, versuchen. kriegst du eine 6? Ja. Ja. Nee. Lindsay, was hast denn wieder gewürfelt? Schäm dich. Okay. Darauf kommen wir später noch zurück. Wir gucken uns weiter um. Wer ist denn Olika? Die wollte ich gerade ansteuern. Die kennen wir auch noch nicht. Oho. Hochschwanger. Das wird er wohl nicht. Halt. Aha. Ja, wir sind die richtigen Detektive. Ja. Ich brauche deinen Zimmerschlüssel. Ja. Okay. Nach den Kultisten fragen wir noch nicht. Werden wir vermutlich demnächst müssen. Ah, Kästen ist das, ja. Mit Kästen brauchen wir jetzt nicht zu Ja, reden. nee, ich habe mich nur gefragt, was das ist, Nein, ich was habe auch ich nur Spaß gemacht, nicht dass wir nicht mit lesen denen reden müssen. konnte. Ist klar. Wir müssen aber gucken, wer da oben noch ist. Und wer ist hier in der Küche? Ah, Kock, Küchenherd, Wahrnehmung. Ja. Wir können mal gucken, ob da jemand was verbrannt. Ja, kürzlich Da etwas ins hat Feuer jemand was geworfen. ins Feuer geworfen, so, so. Genau.
Aha. Mhm. Genau. Genau, die gilt für den ja. beiden Teetrinks nämlich. Ja, da hat sie auch recht. Naja, wir wollen ihren Zimmerschlüssel, oder? Den ja, ja. Riechst an dem Eintopf und fällst in Ohnmacht. Schiff. Hä? Oh. Ist ja merkwürdig, hä? Nach Mittagessen riecht es ja wohl nicht. Ich brauche dein Zimmerschlüssel. Ja. Mhm. Na. Ja. Ja, klingt genauso wie unser verhüllter Ausweis. Ah, vermutlich. Nee, genau. Hä? Hintertür. Please. Die Hintertür wurde kürzlich geöffnet oder was? Benutzt. Benutzt, ja, oben steht, konnte ich nicht weiterlesen. Aber ja, hier oben war es abgehackt, ja, aber ja. man kann es immer hier unten weiterlesen, wenn's, wenn man es nicht lesen konnte. Durch die Hintertür rein? Irgendjemand kam kürzlich durch die Hintertür rein. Das ist wie gehabt, das schmutzige Geschirr, ja. Wo die hier schlafen soll, weiß ich auch nicht. Höchstens hier, wenn sie abräumt. Alles etwas mysteriös hier, ha? Wer ist es? Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe schon die Tetrims irgendwo in Verdacht, muss ich sagen. Ja, ja. Wie hier waren wir ja schon mal drin, ne? Ich meine, ja, wir haben ja. auch schon geklaut. Aber ja, hier ist das drin. Das ist das, was wir drin was gelassen haben. Was war das mal? Stand nochmal auf diesem Ding hier drauf. Papiere aus dem, na gut, es war Dumras, ja, aber Dumras ja. stand ja eigentlich nichts. Das ist Dumras Zimmer. Halt, geh weg. Schmutzige Laken. Nichts also, Neues hier. Dummer habe ich jetzt nicht unbedingt im Verdacht, muss ich sagen. No naja, sie hat ja auch zugegeben, dass sie draußen war, um nach ihren Fallen zu sehen. Ulrikas Bett. Applaus, please. Das ist das Bett von, der, glaub, von dieser Schwangeren. Und? Glaube ich, Verbände. Ne? Und Verbände. Haben sich wohl aufgeschrieben. Wo war denn ihr Mann? Krank. Tot ist er, meine ich. Ja, inzwischen tot, ja. Aber sie haben sich aufgeschrieben. Ja, warum nicht? Ich schreibe auch oft Briefe. Also jetzt kommt nicht mehr so viel, aber ich habe mal sehr viele Briefe geschrieben. Sehr verdächtig. Warum? Briefe schreiben ist verdächtig? Meine Mails sind es ja mehr. Nur hier. Hier ist alles verdächtig. Ja, das Zeug haben wir hier gelassen. Das haben wir ja schon alles geklaut. Das ja. Was? Ja, man sollte nicht so klauen. Ist da noch mehr hier in dem Zimmer? Nein. Halt. Ich gehe nur mal rein. Nö, mehr ist hier nicht. Also warum ist bei Ulrika was Blutiges drin? Ja, das werden wir sie gleich mal fragen, warum da blutige Kleider und Verbände rumliegen.
So, hier ist gar nichts. Ja, wo verwahrt denn der Herr seine Jagdwaffen auf? Er jagt doch Pumas mit Bögen. Tetrims Truhe. Ah. Anything else? Ja, genau. Keine Jagdbögen, ja. Pfeile oder Fallen. Nichts. Das war eigentlich alles. Steht da noch, ist da noch, da sind noch ein paar Sachen. Aha, jemand hat in diesem Bett geschlafen. Wahrscheinlich Aha. Die Köchin, die Frau, die da hinten angeblich die Köchin ist. Könnte sein. Ja. Na, dann werden ist wir noch mal... Ist da mehr zu sehen da in dem Raum? Nee, ne? Nein, ich habe nicht mehr gesehen. Truhe, Bett. Die hinten, die andere Truhe war nicht andere interessant. Truhe. Da waren ja nur Klamotten drin von den Teetrims. Na, wir so. Machen nochmal ansprechen müssen, die beiden. Teetrims. Ja, erst fragen wir Olika. Ja, Olika, warum das blutig ist. Ne? Dann erklär's mal. Ach nee. Oje. Oh Gott, das kann einem wirklich leid tun. Ja. Was ist an die Pharasma? Müssen wir noch gucken. Aber ich glaube nicht, dass sie was damit zu tun hat. Nee. Ach, die Arme. So. Ja, hier können Pharasma wir... kannst du auch. Doch, Pharasma ist grün. Kann man da was gucken? Aber ich kann hier trotzdem nee, nicht. Nee, ist egal. Aber ich glaube nicht, dass sie was damit zu tun hat. Man kann Emptings im... Ja, können wir machen. In der Enzyklopädie nach Pharasma gucken. Gottheiten. Ja. Och nee, die sind ja... Doch, hier sind die. Hier ja. sind sie nach oder Alphabet. Gut. Pharasma. Okay, reicht's? Ja, okay. Gut. Na gut, also wir können sie mal ausschließen, würde ich sagen. Das würde ich auch so sehen, ja. So, du Tee. So, wo hast du denn deine Bögen versteckt? Ja, erstmal das. Mal wie du willst. Ja, egal. Eine besondere Ernährung. Aha. Ja, dann kommen wir nochmal nach den Waffen fragen. Ja. Ja, bitte. Ah ja. Ja, wie gedruckt. Schon gut. Gute Geschichte. Mann. Ja, das bringt ja nichts, oder? Oder doch? Ja, dachte ich mir. Ja. Ja, das haben wir auch schon festgestellt, dass sie nicht so auf Bekanntschaften aus ist. Das ist wichtig. Nein, wir bestimmt. Ja, Olika, sollen den Verdacht auf Olika lenken. Okay.
Jetzt gehen wir erstmal wieder in die Küche. Dann gehen wir mal. Olika, fragen Sie, ob sie gesehen hat, ach so, ja, wer zuletzt reinkam. Ich suche nach den Kultisten einer dunklen Göttin. Ja, gut. Das kannst du auch machen. Ach. Die Wirtin kam zuletzt aus der Küche. Wer kam denn zuletzt in die Hütte? Naja. Ja, haben wir ja gerade gefragt. Ja, genau. Ja. Ich hörte aus der Küche ein Geräusch, als wäre etwas auf den Boden gefallen. Ja. Das muss aber nicht... Muss nicht unbedingt was heißen, ja. Na gut, dann kann man Dumma nochmal befragen und die in der Ding hier. Und die in der Küche. Wo ist Dumma? Da steht es. Ich glaube nicht, dass es Dumma ist. Dann fragen wir mal die in der Küche nochmal. Wow. Zana. Ja, wir sind tolle Detektive, aber... Ja, genau. Das ist auch eine gute Frage. Aha. Sie hat nichts dagegen, dass du in der Küche kochst? Komm mal fragen. Ja. Okay. Also alle sagen einhellig die Köchin. Was kochst du, Zanna, haben wir ja nicht gefragt, oder? Ha? Was kochst du, Zanna? Würde mich eigentlich wirklich wissen, was die kocht, aber naja, egal. Das hat mir ja schon mal gefragt. Habe ich doch gefragt, ja, ich oder? Weiß. Das Mittagessen war ja schon gesagt. Das hat man noch nicht, ja. Nee, das war schon, das war das. Ja. Belästige dich weiter, würde ich nicht unbedingt sagen, aber wir gehen jetzt erstmal raus. Ja. Und sprechen nochmal mit Dumra. Ja. Gucken wir doch mal, was Lindsay alles notiert hat. Wir müssen ja sowieso gleich Schluss machen. Ne? So. Lindsay war fleißig und hat ganz viel notiert. Wenn Sanna nicht absichtlich versucht, ihre Herrin zu vergiften mit ihrer Kochkünste, wirklich unterirdisch. Ja. Genau. Genau. Die hat gelogen, Olika. Aha. Ja, das sollten wir, aber wir haben das gemacht, aber haben wir irgendwas herausgefunden? Nein. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall sowieso Schluss. Na gut. Weil wir die Zeit erreicht haben, ist eine gute. Dann werden wir nächstes Mal versuchen. Pepe wird jetzt erstmal grübeln. Das Rätsel. Dann wird jetzt erstmal weiter grübeln. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.